Logistik letzte Meile ist ja immanent für Apotheken, die ihre Kunden beliefern und nicht warten, dass die Kunden in die Apotheke kommen, also ob nur mit Versand oder Botendienst. Deswegen denke ich, es ist klug, sich da zu orientieren, was dort passiert. Bei den Transport- und Logistikunternehmen gibt es, glaube ich, eine ganze Menge innovative Ansätze und einiges haben wir heute hören können. Was wäre so Ihr Wunschszenario für die Zukunft? Ich bin da eher ergebnisoffen, das heißt, ich freue mich, was da so kommt, ob nur mit E-Bikes, andere Formen der Logistik, die wir vielleicht noch nicht auf dem Radar haben, Drohnen etc. gibt ja einige Ansätze, also von daher sind wir da absolut offen und hoffen nur, dass es im Sinne der Verbraucher gelöst wird und nicht zwangsläufig nur im Sinne des Industrieangebotes. Total spannend für uns, eine ganz neue Branche. Wir haben so Kontakte zu einigen Versandapotheken und wollen einfach mal schauen, wie ist der Bedarf an internationalen E-Commerce-Lösungen, an Direktmarketing-Lösungen. Wir haben da schon ein paar Erfahrungen, wollen jetzt hier einfach mal ein bisschen tiefer eintauchen, Kontakte knüpfen, um unsere Lösungen, die wir im Versand haben, entsprechend auch anpassen zu können und bedarfsgerecht am Markt bringen. Ja, ApoMap ist eine Lösung für Vorortapotheken, um deren Botendienst einfach und schnell zu digitalisieren. Habt ihr Schnittpunkte mit den lokalen Kurierdiensten? Das wäre unsere Vorstellung, zu schauen, wie kann ich lokale Kurierdienste mit der lokalen Apotheke verbinden, um möglichst schnell und effizient an die Endkunden auszuliefern. Wir sind ein digitaler Schnelllieferdienst und bieten mit unseren Partnerapotheken ein Sortiment von 3000 OTC-Artikeln an. Diese liefern wir innerhalb von 30 Minuten über unsere Partnerapotheken dann zum Endkunden. Die Logistik bieten wir aktuell in Eigenleistung dar mit unseren eigenen hauseigenen Ridern. Und perspektivisch gäbe es die Option, dass wir gemeinsam mit Logistikpartnern eben in die Fläche expandieren und dort Synergien analysieren würden.